Ey, Joneser! Was machst du, Alter? Dass man dich mal wieder in der Halle sieht. Na? Na, Alter. Alles gut, Mann. Alles gut, Alter. Bist du aus deiner Reise gut wiedergekommen, ne? Ihr wart ja die ganze Zeit unterwegs, ne? Ja, Malte ist einfach ein super Typ. Der hat mich schon auch geprägt über die letzten Jahre. Also wir haben so lange zusammen gespielt. Ich habe mir sehr viel von ihm abgucken können. Und ja, bringt einfach immer positive Energie. Und ich glaube, das ist gerade in dem Job sehr, sehr wichtig. Du machst einen Trickshot vor. Ja. Ich muss den nachmachen. Ja. Wenn du triffst und ich nicht treffe, krieg ich ein Haar. Aha. Also ein Minuspunkt. Okay. Und wenn ich, glaube ich, 5 oder so, ja, fünf, also fünf, das Wort, ja. Horse, dann bin ich raus. Okay. Du warst ja eine Weile nicht in der Halle, glaube ich. Deswegen mache ich einfach hier so einen Hookshot. Aha. Mit rechts. Aha. Also ein klassischer. Zack. Ein klassischer Jonas. Aber hier ein Schritt nach hinten, ne? Vom No Charge Case. Also, okay. Also vorliegen, ja, auch? Okay. Genau. Boah, was ist denn hier? Dead Spot. Boah! Der war nicht schlecht, ne? Der war nicht schlecht, ey. Okay. Okay. Ich mach jetzt hier mit Augen zu einfach einen Freiwurf. Mhm. Ja? Ich dachte eigentlich, dass du nach deiner Reise jetzt ein bisschen platt bist. Ja. Ja? Mach mal den nächsten Wurf. Na gut, komm, ich mach jetzt. Also ihr werdet sehr viel Material filmen. Sehr viel. Komm, ich mach den gleichen einfach. Machst du den gleichen? Ja. Oh. Boah. Boah. Ich mach den jetzt rein. Nein! Okay, ha. So, also ich werfe jetzt einen erstmal hier aus dem Mittelkreis. Schafft er eh nicht, Leute. Also. Nee! Na komm. Hey, du verarschst mich doch. Mach den erstmal nach. Hey, du verarschst mich doch. Ey, Jonas, das ist schon krass, ey. Das ist schon krass. Direkt auf volllaufender Kamera. First try. Oh, ne, Scheiße. Du musst den ganz hoch ans Brett legen, dass der halt nur so reinfällt. Also so hoch wie möglich am Brett ablegen. Aha. Ja, okay. Das krieg ich ja noch hin, oder? Das ist ein R, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ist das nervig, ey. Du musst mal wieder in die Halle kommen. Soll ich mal beim Training mitmachen? Ja. Füße hier in, ja, die Ecke. Ja. Hinterm Brett einfach treffen. Ja. Oh, oh! Jetzt will ich aber auch mal einen treffen. Machen wir einen ganz normalen von hier. Das ist ganz normaler Wurf. Ah, die sind immer schwer, ja, für den Jonas. So Mitteldistanz. Ey, Malte kennt meine Schwächen. So Mitteldistanz ist immer ein bisschen schwierig. Wenn es kein Floater ist, ne, der weltberühmte Jonas-Floater, dann ist es. Oh, Mann, der ist einfach zu gut, ey. Der arbeitet an seinem Spiel. Komm, machen wir mal den hier vom Logo. Ja! Jetzt kriege ich meinen ersten Buchstaben, das weiß ich. Na komm. Kriege ich meinen ersten Buchstaben. Komm, Malte. Ich will ja auch gewinnen, ne? Du als gewinnen. Shooter hast du auch einen Ruf zu verlieren, ja. Also einfach ein normaler Wurf. Ja, ganz normaler Wurf. Ja, sieht gut aus. Ah. Stark. Also ich habe jetzt das Haar. Okay. Horse ist halt immer sehr speziell. Ah, da sehe ich den zweiten, komm, Buchstaben. Gib mir weg mit deinen Midrange-Jumpern, ey. Sehe ich den zweiten Buchstaben. Man muss ja einfach nur kreativ sein. Mal durchatmen, Herr Jonas. Ah, geil. So, jetzt noch mal einen von ganz hinten. Jetzt ein O. Ah! Mann. Okay. Wir machen jetzt einfach ein Dunking. Boah. Oh, mal gucken, ey. Ich bin auch nicht gestretched. Muss ich erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich bin auch nicht gestretched. Boah, das ist richtig asozial. Na los, komm. Das ist richtig asozial. Oh, Scheiße, ey.
Digga, wenn du kannst auch Anlauf nehmen. Darf ich Anlauf nehmen? Ich kann dir den auch hochwerfen. Ja? Ja. Wenn ich mich jetzt verletze, ne? Dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist richtig gemein, ey. Das ist unter der Gürtellinie. Ey! Oh, Riese war drin. So was. Aber der Pass war auch schlecht, Leute, oder? Habt ihr es gesehen? Das war eine Falle, ey. Willst du noch einen Versuch? Ja, ich würde noch einen Versuch nehmen. Na gut. Also, nur mal für die Info, ich habe Malte, glaube ich, noch nie danken sehen. Hört mal auf, jetzt hier Lügen zu streuen, ey. Ich schlecht und ich bin viel zu. Bin viel zu spät abgesprungen, also war super. War ein guter Pass. Okay, jetzt bin ich bei. Bei S bin ich bei jetzt S schon, S ne? Bist du schon. Oh, Scheiße, ey. Oh. Aber wenigstens ist der Dunking jetzt schon weg. Du darfst ihn jetzt nicht nochmal machen. Yeah. Dunking ist nur einmal. Ich mache jetzt einfach mal einen Floater hier. Für dich. Einfach ein Signature. Okay. Einfach so. Mit einer Hand. Hier so aus dem Bereich. Boah, dieser Signature. Ich hasse diesen Floater von Jonas. Boah, Scheiße, ey. Ist das jetzt schon das Ende, wenn ich das verkacke? Ah, ich verkacke mich. Nein! Also muss ich dir einen Espresso jetzt ausgeben. Gib mir einen Espresso aus. Oh, Scheiße, Mann. Hat Spaß gemacht. War schön mit dir, Mutter. Ich hoffe, du guckst mal am Training vorbei. Keinen Fall, Alter. Auf keinen Fall. Aber ich komme auf jeden Fall mal in die Halle, wieder euch anfeuern. Jetzt gegen Bayern bin ich auch am Start. Bist du da? Ja. Also erstmal bin ich natürlich sehr enttäuscht, dass ich heute Horst gegen ihn verloren habe. Ja, das ist mir noch nicht so oft passiert. Vorführeffekt. Ja, ob ich jetzt Angst habe, dass er mich da überholt? Nee, also ich meine, im Endeffekt bin ich einfach nur froh oder stolz darauf, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Aber ich denke, er ist da auf einem guten Weg, mich einzuholen. Und auch wenn er das schafft, also ich würde mir auch wünschen, dass sein Trikot geehrt wird. Irgendwann mal, wenn er dann sich dazu entscheidet, dem Basketball in den Rücken zu kehren, weil der hat den Verein und die Organisation genauso weit gebracht, wie ich das getan habe. Und das über die ganzen Jahre hinweg. Und ja. Trotzdem gönne ich es ihm nicht. Nein, das ist auch ein Scherz. Ich gönne es ihm natürlich. Danke für das schöne Spiel, Malte. Mein Lieber, für die Einladung. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ja, wenn ich es einrichten kann, dann... Dann holst du dir deine Niederlage ab. Das ist schon bitter, ey. Dann habe ich das letzte Mal gegen dich in Horst verloren, ey. So ewig her. Das ist ewig, ja.